Sei gegrüßt. Eine Schale im 3D drehen, spiegeln. Ich markiere mir das Teil. Ich sage zum Beispiel, ich möchte es um diese Ebene drehen. Das Einfachste ist, ich gehe auf hier. Ebene aufnehmen geht doch nicht. Moment. Steuerung D, drehen. Jetzt kann ich gleich drehen. Dann Ebene aufnehmen. Ich zeige auf diese Ebene. Hier, Klick. Und jetzt kann ich es einfach hier nehmen. Steuerung-Taste drücken, damit ich eine Kopie mache. Steuerung E. Natürlich spiegeln würde auch funktionieren.